Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Der Februar ist vorbei, wir haben jetzt März und gucken mal rückblickend auf meine Einkäufe, auf die schönen neuen Titel, die es in meine Sammlung hineingeschafft haben und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei. Und hallo nochmal an alle. Willkommen zur neuen Ausgabe der Comicbeute. Jetzt für, ja, rückblickend auf den Februar. Wir haben jetzt März und es werden jetzt immer mehr schöne Titel, die rauskommen. Und mal gucken, vielleicht ist für den einen oder anderen wieder was Schönes mit dabei. Da gucken wir gleich mal drauf. Ich möchte jetzt einmal kurz nochmal drauf eingehen. Einmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die das neue Format hier auf dem Kanal schon geguckt haben, die Comic-Highlights für den Monat Januar. Das wird jetzt auch für den Februar wieder kommen. Diese Highlight-Videos sind von mir so angeplant, dass sie monatlich erscheinen. Plus immer, wenn ich es denn hoffentlich hinbekomme, nagelt mich nicht darauf komplett fest, aber ich versuche es, wenn möglich zum 15. des Monats hinzubekommen. Dass quasi immer am Anfang des Monats die Comicbeute kommt und in der Mitte dann eben die Comic-Highlights von der, ja, Community so gesehen. Ne? Also nicht nur von mir, sondern von wirklich ganz, ganz vielen tollen Menschen, die auf YouTube, in Podcast-Bereichen und noch wo unterwegs sind. Ne? Zeichner, eventuell vielleicht demnächst auch den einen oder anderen von der Verlagsseite mal gucken. Ne? Also jeder, der da Bock hat, auch hier zuguckt und sagt so, hey, ich habe doch mal Lust, irgendwie mitzumachen, nimm mal ein bis zweiminütiges Video auf, schick mir das dann irgendwie am besten zu. Jetzt so habe ich die Deadlines immer bis zum 10. des Monats immer so gesagt, so, weil dann habe ich wenigstens so 4-5 Tage, wo ich so ein bisschen, ne, mit balancieren kann und dann das Video hoffentlich als guten Final Cut für alle als Comic-Highlight des Monats dann eben rausbringen kann. Ist nicht nur auf Comics beschränkt, das kann auch Manga sein, das dürfen auch ältere Titel sein, also ganz frei ab von der Leber weg. Ob jetzt Hardcover, Softcover, was weiß ich nicht. Also ganz frei. Ich finde es cool, dass so viele da schon eingeschaltet haben und man merkt einfach auch an diesem Video, was für eine tolle Auswahl man in unterschiedlichsten Bereichen dieses fantastischen Mediums hat. Ne? Egal ob Manga, Comic und noch viel, viel mehr. Also das hat richtig viel Freude gemacht. Das war auch fast nichts doppelt. Nur bei Stefan zu meinem Beitrag hat sich das mit Saga gedoppelt, aber das, finde ich, haben wir, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, auch wunderbar gelöst. Die Videos ergänzen sich sehr, sehr schön, also hat mir wirklich viel Freude gemacht. Und ich möchte mich auch nochmal bei allen dabei bedanken, die da mitgewirkt haben. Also wirklich ganz, ganz toll. Es wollten auch noch viel mehr mitmachen. Die hatten aber dann leider nicht so wirklich die Zeit und ich hoffe, dass sie entweder dann für Februar oder dann eben einfach mal im März oder April damit bei sind. Die ersten Einsendungen für Februar habe ich quasi auch schon bekommen, was mich mega gefreut hat. Genauso soll das halt auch weiterhin laufen. Dann war da auch noch ein weiteres Event und zwar war jetzt im Februar die dritte Ausgabe des Splittercasts, die wieder live in Bielefeld aufgenommen wurde im Bunker Ulmenwall. Und da, ja, haben sich wieder einige Menschen eingefunden, unter anderem auch der Michael, der Butterlist 83 zum Beispiel, war mit dabei. Dann ein Zuschauer oder auch jemand, mit dem wir im Discord immer mal auch, glaube ich, so Kontakt haben. Der Daniel, den ich da kennengelernt habe. Ich war selber auch vor Ort und das Thema war zu Comics, Musik in Comics. Und ja, das war wieder sehr, sehr interessant und erfreulicherweise, und das fand ich richtig toll, wurde auch schon eine vierte Ausgabe angekündigt. Am 21.04. findet schon die vierte Folge vom Splittercast statt. Und da haben wir ein schönes Thema, so mit Webcomics, Webtoons, ein bisschen so Funny-Richtung. Und der Max hat da auch wieder einen sehr interessanten Gast am Start, die Sarah Borini kommt. Und das wird, glaube ich, auch für den einen oder anderen wieder sehr, sehr interessant. Also wer da Bock hat, Zeit hat, besorgt euch da ein Ticket für. Das ist da wirklich sehr, sehr cool. Man ist da sehr dicht dran und immer eine schöne Sache, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen man sich über
eins seiner liebsten Themen unterhalten kann. Ne? Also es war auch wieder einfach jetzt eine tolle Veranstaltung und ich hoffe, da werden noch einige folgen. Ja, so, jetzt sind wir damit durch und starten einfach mal mit dem ersten Titel. Und zwar war ich ein bisschen überrascht, hatte mein Comic-Händler den zweiten Band von Ping Pong dort liegen, aus dem Reproduktverlag von Taiyo Matsumoto. Ich bin ja großer Fan auch schon vom ersten Band, weil ich selber auch schon seit 30 Jahren Tischtennis spiele. Und ich das ganz interessant mal fand, ey, wie hat man das Ganze denn so in der Manga-Welt dann so umgesetzt? Ne? Und Taiyo Matsumoto ist ja auch bekannt für Go-Go Monster, den ich mir auch irgendwann vielleicht nochmal zulege. Und ja, also ein wirklich sehr cooles Werk. Aber ich muss mal heute gucken hier mit der Beleuchtung. Ja, kann ich, glaube ich, gar nicht so nah dran. Aber wie ihr das so sehen könnt, das sieht schon nicht verkehrt aus. Ne? Liegt bei 14,90 €, ja, bei Reprodukt erschienen, ist auch ein bisschen dicker, ne? Ist jetzt nicht so ein ganz kleines Ding, also kann man sich ganz gut anschauen. Also ich muss den hier noch lesen, den ersten Band habe ich schon und war einfach nur überrascht, dass der schon raus war. Ne? Es gibt auch immer hier so Kapitelseiten, die manchmal auch in Farbe dargeboten werden. Sieht auch ganz toll aus. Also für Manga-Fans und gerade für Tischtennis-Fans denke ich mal so ein richtiges Must-Have. Ich bin gespannt, wie Ping Pong Band 2 die ganze Story so ein bisschen weitererzählt. Ne? Da geht es ein bisschen darum, dass die Spieler sich auch aufgeben und der Trainer das, glaube ich, nicht so ganz wahrhaben möchte und versucht wieder seine Schützlinge an den Start zu bringen, dass sie wieder turnierfähig sind. Ja, dann gucken wir mal, was der CrossCult Verlag diesen Monat für mich noch bereit gehalten hat. Und zwar den 11. und somit vorletzten Band von Invincible. Habe ich mich super drauf gefreut. Ich liebe ja diese Reihe. Also das ist eine meiner absoluten Highlight-Reihen. Und wenn der 12. Band raus ist, ja, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch ein Tränchen verdrücken oder nicht. Aber das wird eine meiner allerliebsten Superhelden rein so werden auf Dauer. Und Band 11, wie gewohnt, als Softcover-Ausgabe für 30 €. Ne? Hier haben wir einmal die Rückseite. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu doll. Und da könnt ihr dann auch ein bisschen mehr von dem sehen. Ja, also wir werden hier drin, denke ich mal, erfahren, wie es mit Mark und Co. weitergehen wird. Ich bin echt gespannt. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich freue mich da richtig drauf. Vielleicht warte ich auch, bis der 12. raus ist und lese den hier und den 12. am Stück. Also mal gucken, mal schauen. Also Invincible kann ich nur jedem empfehlen. Mit der zweiten Season wird es demnächst, glaube ich, auch bei Amazon weitergehen, aber erst zum Ende des Jahres, wenn ich mich da nicht vertue. Ich habe da irgendwie so einen Teaser gesehen und ich meine, der hätte gesagt Ende des Jahres. Ja. Gucken wir mal. Dann ein neuer Comic, eine Nummer 1, Nocterra von Scott Snyder und Tony S. Daniel. Sieht auch einfach mega, mega gut aus. Habe ich jetzt gerade auch vor 2 Tagen schon mal durchgelesen und kann nur sagen, ich lege den jeden ans Herz, der so ein bisschen was über hat für Dystopie, aber auch halt mal so ein bisschen anders, ne? Und zwar hier passiert in Nocterra ein Ereignis, was dafür sorgt, dass die gesamte Welt verdunkelt wird. Und die Menschen selber fangen irgendwie an, durch diese Dunkelheit teilweise zu mutieren. Sie werden zu Monster. Diese Monster töten dann halt wiederum Menschen. Und die Menschheit muss sich so weit wegflüchten, dass man sagt, okay, wir brauchen Licht. Ne? Licht schützt uns, Licht gibt uns Schutz. Finde ich auch ein sehr, sehr interessanter Einfall so. Und wir haben hier eine sehr, sehr coole Story mit verschiedensten Personen in dieser schon fast so leicht auch Mad Max angehauchten Welt wieder mit drin. Das hat einfach Scott Snyder irgendwie drauf. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich finde das Cover auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Liegt
bei 20 Euro im Original bei Image erschienen, hier bei uns bei Crosscult eben in diesen etwas kleineren Hardcover-Bänden. Da hätte ich mich ja eher drüber gefreut, wenn das so die Richtung Geiger gewesen wäre, größer. Aber gut, so ist es leider nicht. Ich werde euch hier mal das ein oder andere gerade mal noch in die Cam reinhalten, damit ihr da auch wieder so einen Eindruck von bekommt, wie die Zeichnungen so aussehen. Ja. Also mir hat gerade der Zeichenstil sehr gut gefallen. Also Tony S. Daniel, da muss ich unbedingt auf Dauer mehr von haben und habe jetzt selber erst realisiert, der hat den Batman Run wohl begleitet von James Tynion the Fourth und da werde ich eventuell mal reinschauen, wenn, also bei Zeiten. Ne? Das ist, weil mich dieser Zeichenstil, guckt euch mal auch die Farben an, die Kolorierung hier. Ein richtiges Highlight. Also richtig, richtig toll. Schöne, bunte Farben. Das sieht wirklich klasse aus. Ja. Und irgendwo hatte ich hier noch so eine Seite, ich hoffe, ich finde die jetzt so schnell, die für mich so, wo ich nur dachte, ja, das wirkt echt so ein bisschen Batman-artig, ne? Ah, hier haben wir die. Na, guckt euch die mal an. Ah, das sieht auch richtig, richtig toll aus. Das hier ist irgendwie der Gegner, der hier wirklich nur wie ein Schatten so dargestellt wird. Und das hat auch so ein bisschen so was Creepiges, ein bisschen spooky. Also der Typ, der ist irgendwie abgedreht und man könnte fast sagen, als ob der Schatten vom Joker sich gelöst hätte und sein Eigenleben führt. So ähnlich wie bei Peter Pan, der seinen Schatten verloren hat. Also so eine Art kommt mir das so ein bisschen vor. Ist irgendwie echt cool. Also der Zeichenstil mega und wirklich ein ganz, ganz interessanter Titel. Also ich freue mich da auch schon auf weitere Bände. War stark, war richtig, richtig stark. So, ein Comic, den meine Frau sich gegönnt hat aus dem Avant Verlag, ist von Duhamel, Niemals D-Day. Das ist ein Comic über eine ja, alte Dame, die irgendwie so Anfang 90 ist, die ganz allein lebt in der Normandie und die lebt quasi an so einer, ja, an so einem Abgrund, ne? An so einem Abgrund von so einer Küste, wo immer Gestein auch nach und nach wegbröckelt und der Bürgermeister hat versucht, sie aus dem Haus wegzubekommen, aber sie ist halt auch blind, sie hat nur ihren Kater damit bei und sie möchte nicht weg, sie möchte einfach nicht weg und hier haben wir das dann so, dass das hier tatsächlich ein zweiter Band ist. Der erste Band, das wusste ich nicht, meine Frau auch nicht, heißt Niemals. Und dieser heißt Niemals D-Day. Also das hier ist ein Fortsetzungsband. Und bei Niemals geht es ein bisschen darum, dass man grundsätzlich diese ältere Dame, die Madeleine müsste das sein, ne? Genau, Madeleine, die lernen wir da dann auch kennen. Und die soll ausziehen halt aus diesem Haus. Und der Bürgermeister bettelt sich so ein bisschen mit ihr und sie wehrt sich dagegen. Und das geht dann so in den Medien wohl steil. Das erfahren wir hier auch am Anfang des Bandes. Sie ist recht bekannt. Darum kommen ganz, ganz viele Menschen zu ihrer Behausung hin, um da Fotos machen zu wollen und noch mehr. Und dann passt der ein oder andere da nicht auf, vertritt sich und schon bröckelt so ein Großteil wieder der Küste weg und und dieses Haus ist halt in Gefahr, dort abzustürzen. Das wird schon von so Stützpfeilern hinten quasi geschützt. Und dann geht es hier eben so ein bisschen auch weiter zur Wehr, weil die Opposition auf einmal sich denkt, so hey, der Bürgermeister macht hier nur Scheiß, der kriegt das nicht hin, da mischen wir uns mal mit ein. Und diese alte Dame fängt dann irgendwann an, sich so ein bisschen zu wehren, weil sie ein Waffenbunker wiederentdeckt, der irgendwie mal verschollen war. Und dann wird sich so ein bisschen mit alter Wehrmachtsmunition und Granaten irgendwie dann gegen, ja, gegen die Führung dann gewehrt. Also eine wirklich sehr taffe, schlagfertige Dame. Der Comic hat auch so seine Funny-Momente einfach und ist, ich habe den auch mal gelesen jetzt die Tage und muss sagen, mir hat das echt gut gefallen. Also da müssen wir nochmal den Vorgänger davon holen, das war gar nicht mal so verkehrt. Na, wenn ihr hier so guckt, hier haben wir dieses ganze
ganze Gestein, was schon weggebröselt ist von dieser Küste. Hier sehen wir das, ne? Dieser Bogen, der hier zu sehen ist, wo das Haus dann alleine dann noch draufsteht. Also ein sehr, sehr interessanter Titel. Und wie gesagt, diese alte Dame, die ist wirklich schlagfertig. Also die haut hier auch den einen oder anderen Spruch raus, fand ich einfach genial. Ich gucke gerade, ob ich hier nochmal das ein oder andere finde. Ja, genau, hier haben wir zum Beispiel den Bürgermeister mit einem kleinen Mädchen, was von der Flut irgendwie weggespült wurde. Und die finden dann einen verschollenen Bunker, wo aus alten Kriegszeiten diverse Munition noch zwischengelagert war. Ne? Und dann benutzen die das dann, um sich da so ein bisschen den Weg frei zu bahnen und dann auch nachher, um eben gegen die Opposition so ein bisschen vorzugehen, weil die wollen eigentlich nur noch diesen kleinen Pfeiler, der da steht, der das Haus stützt, wegreißen, damit das gesamte Haus dann nach unten knallt und man dann irgendwas anderes da endlich hinbauen kann. Ne? Also ein sehr, sehr schöner Titel, liegt bei 22 Euro. Ne? Hier einmal die Rückseite. Und ich denke mal, da sollte man den ersten Band, der Niemals heißt, auch nochmal nachholen und nachlesen. Ne? Also ein sehr, sehr schöner Titel. Ne? Hat, ich glaube, 64 Seiten, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ne? War schnell weggelesen. Ein weiterer Titel, den sich meine Frau zugelegt hat, ist vom Carlsen Verlag und zwar Die Akte Kennedy. Top Secret Band Nummer 1 ist der erste Band von wohl 3 geplanten Bänden. Und ja, so viel kann ich da gar nicht zu sagen. Da wird so ein bisschen so diese Kennedy-Ära um 1938 irgendwie beleuchtet. Ich denke mal, hier wird uns wirklich eine wahrscheinlich historische Geschichte so ein bisschen in Comicform dargeboten. Also ich habe den jetzt noch nicht gelesen und mich auch noch nicht so ganz damit befasst. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das tue. Der Stil ist halt sehr rudimentär, wenn man hier jetzt mal so guckt. Aber der ein oder andere wird den wahrscheinlich schon ganz schön finden. Ne? Mein Fall ist es meistens nicht so, aber man darf sich auch nicht immer von allen Sachen irgendwie so abschrecken lassen. Meine Frau hat den gelesen, fand den wohl sehr gut. Die ist aber auch insgesamt an diese ganze Kennedy-Story immer sehr interessiert. Und da wird es dann auf Dauer, wenn die dann raus sind bei Carlsen Comic, auch noch Band 2 und Band 3 bei uns hier im Haus sich einfinden. Ne? Also die Kennedy-Akten, ja, 24 Euro, ist gerade erst vor kurzem erschienen, vielleicht für den einen oder anderen geschichtsträchtigen Fan, der sich so ein bisschen um diese Vorkriegszeit oder auch ne, dann diesen ganzen Werdegang dann interessiert. Ein ja wahrscheinlich sehr interessanter Titel. So. Ich habe ja euch vor kurzem erst den ersten Band oder das erste Album von Unschlagbar vorgestellt und fand den so toll, nachdem ich den gelesen habe, dass ich mir jetzt direkt vom Carlsen Comic auch den zweiten Band und auch den dritten Band gekauft habe. Die liegen jeweils bei 12 Euro und ja, Unschlagbar ist ein Held, der im wahrsten Sinne des Wortes unschlagbar ist. Er hat die Fähigkeit, durch Panels durchspringen zu können. Also er kann wirklich Panelstrukturen aufbrechen und jumpt halt irgendwo darüber weg. Und ich habe jetzt hier bei diesen beiden Alben noch nicht reingeguckt, aber das erste war einfach fantastisch. Da waren so tolle Ideen mit drin. Zum Beispiel, wie er einkaufen geht und dann sieht man, wie unten so ein Papierflieger gestartet wird, der dann so durch die Panels so hoch geht, ihn so anstupst und dann kriegt er das oben mit und dann steht er drauf, hey, kauf mir noch oder hol mir noch ein Baguette. Na, und dann holt er das Baguette und dann sieht man das, wie er dann quasi wieder nach Hause geht und dann schreit dann die Omi irgendwie, ja, bringst du mir noch ein Baguette mit? Und dann sagt er nur, ja, habe ich schon gemacht und schreibt quasi gerade den Zettel, den er dann in dem Moment nach oben schmeißt. Also es ist so toll oder irgendwie, ich weiß nicht, wenn er so Dinge berührt, dann können die halt durch die Panels auch fallen und dann berührt er aus Versehen irgendwo eine Torte. Und man sieht halt schon im letzten Panel, dass der Bürgermeister die halt ins Gesicht kriegen wird, während er im Auto sitzt.
Und dann geht das los, so, ups, was passiert? Ja, die Torte, die fällt, die wird den Bürgermeister treffen. Und dann alle so, was? Nein, das kann ja gar nicht sein. Und dann sieht man halt, wie der Bürgermeister so ganz hektisch in jedem Panel wird. Der Torte quasi, während die durch die Panels durchrast, immer wieder so entkommen kann, irgendwann im Auto sitzt und denkt so, wie soll mich hier auch schon noch eine Torte treffen? Und dann macht es Flatsch. Und es ist wirklich die Idee, über dieses Medium Comic so genial Geschichten erzählen zu wollen, ist richtig, richtig toll. Also das ist großartig, ganz, ganz toll gelungen. Und ich bin mal gespannt, was hier drin noch passiert. Im ersten Band haben wir auch einen Bösewicht, wo ich immer dachte, okay, der taucht immer irgendwo auf. Und dann habe ich erst nach mehreren Seiten gecheckt, ach so, wenn der auf der Seite quasi, ich sag mal, durch die Wand geht, kommt er exakt auf der anderen Seite wieder raus. Und das war so cool, als ich das dann irgendwie festgestellt habe, dass ich nur dachte, ey, mega, ich will wissen, was können diese Dinger hier noch? Also unschlagbar, Band Nummer 2, nee, das ist der dritte, Entschuldigung, das ist Band Nummer 2. Sorry, habe ich eben, glaube ich, dann auch falsch gesagt. Also Band Nummer 2 von Unschlagbar. Und das hier ist dann Band Nummer 3. Aber es ist jedenfalls großartig. Es macht richtig viel Freude, sich diese Dinger anzuschauen. Und ich denke mal, für jeden, der so ein bisschen zeigen möchte, was kann Comic, ist das wirklich der perfekte Titel. Ja, kommen wir zum Splitter Verlag. Da habe ich diesen Monat wirklich nur diesen einen Titel hier. Valhalla Hotel Band Nummer 2. Liegt bei 17 Euro und erzählt uns so ein bisschen die abgefahrene Geschichte aus Band 1 weiter. Also eine Fortsetzung, so ein Mittelteil, 3 Bände werden das. Beim dritten Album ist es dann eben abgeschlossen und ich bin mega gespannt, wie die das zum Ende bringen wollen. Auch der Band hier war wieder großartig, der hat richtig viel Spaß gemacht. Ihr habt ja einmal die Rückseite. Man bekommt hier dann auch so ein paar mehr Informationen dargeboten in dem zweiten Band. Kommen wir jetzt nochmal zu Panini-Titeln, die in diesem Monat ihren Weg hier zu mir gefunden haben. Der erste Band ist Kinder der Hoffnung. Ein Comic, den sich auch meine Frau wieder gegönnt hat von Mark Levy, glaube ich. Levy, der die Geschichte geschrieben hat. Und die basiert wohl auf, ich meine, auf tatsächlich die Erfahrungen seines Vaters, wenn ich mich da nicht ganz verlesen habe. Also wie gesagt, ich bin nicht ganz immer in diesem Thema. Das Ganze spielte Toulouse 1940 und hat so ein bisschen damit zu tun, dass sich hier Leute einer Widerstandsmacht anschließen. Die Brigade 45, glaube ich, ist das, oder 25. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch drauf steht. Nee, steht hinten nicht drauf, aber da geht es so ein bisschen um Resistance auch und in Frankreich und was man da dann für schockierende Sachen dann auch erlebt hat und wie sich teilweise diese Organisationen so formiert haben, weil die nicht nur aus reinen Franzosen meistens bestanden, sondern oftmals aus Einwanderern, ne? Die dann aus Polen oder aus Spanien oder sonst irgendwo wegkamen und ich bin mal gespannt, weil ich finde, der Stil, den finde ich gar nicht so verkehrt. Also den mag ich bisher sehr gerne, weil hier auch wirklich sehr viel mit Schatten und Schattierungen gespielt wird. Das ist nicht ganz so simpel und einfach. Und ich fand den Zeichenstil hier jetzt so beim Reinschauen gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, man kann das heute alles so ganz gut sehen. Ja. Also, ich denke, für den einen oder anderen ist jetzt kein neues Werk. Ist, glaube ich, schon seit 2015 bei Panini erschienen. Aber auch für den einen oder anderen wird, denke ich mal, Kinder der Hoffnung ein interessanter Titel da sein. Wenn man sich mit dieser Zeit und was dort passiert ist, dann so ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ne? Auch hier. Ja, Gefangenenlager. Genau. Also das wird, glaube ich, schon noch ein Comic sein, den ich mir auch mal anschauen werde, weil ich hier die Zeichnungen sehr schön finde und ich gehört habe, dass der
Mark Levy oder Levi sehr, sehr gut wohl schreiben soll. Und gerade so auf Autorenseite muss man das ja auch ganz oft mal einfach mal huldigen, ne? Wenn sowas wirklich ganz, ganz gut geschrieben ist und einen vielleicht auch über die Geschichte dann richtig mitreißen kann. Und ja, also ich bin mal gespannt. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. So, dann Star Wars Marvel Comic Collection. Ein Band. Ich weiß nicht, ob man es hier im Video gehört hat, es hat gerade eben geklingelt. Wahrscheinlich wird da der zweite Band gerade in einem Paket drin sein, aber egal, ich zeige euch jetzt nur den einen Band, den ich bekommen habe. Vader Dunkle Vision, der ist auch noch eingeschweißt. Ne? Hier seht ihr das. Das ist jetzt Band Nummer 47 dieser Star Wars Marvel Comic Collection. Der liegt bei 16,99 €. Und ich bin gerade ganz gut dabei. Also ich hole so ein bisschen auf. Ich liege noch so 20 Bände im Rückstand. Also nicht mehr ganz, aber ich lag das vor ein paar Tagen. Und ich habe jetzt viel gelesen. Zum Beispiel hier der Darth Vader, der Auserwählte, war ein super geiler Band. Also da war ich richtig, richtig geflasht. Das Schwierige an dieser Kollektion ist, finde ich manchmal, dass es immer wieder so Bände gibt, die so richtige Ausreißer sind. Also so... Man hat diese Poe Dameron-Geschichten zum Beispiel, die mal gelungen sind und mal irgendwie nicht. Das hängt auch oft mit dem Zeichenstil zusammen, aber das reißt dann manchmal so ein bisschen runter und dann denkst du so, okay, dann jetzt erstmal kein Star Wars mehr. Aber dann gibt es halt so richtig geile Bände wie hier der Darth Vader oder ich hatte auch einen Comic über Captain Phasma die Tage und dachte nur so, wow, mega tolle Zeichnung. Geschichtlich ja nicht ganz so viel zu erzählen, aber trotzdem auch mit so einer gewissen Dramatik drin, hat mir gut gefallen und ich bin mal gespannt, wie es dann auch bei diesen Star Wars Comics so insgesamt weitergehen wird. Ne? Also 60 Bände sollen es bisher sein. Keine Ahnung, ob das vielleicht dann noch mal mehr werden oder nicht. Wir werden es sehen. So, der James Gunn. Der James Gunn, den werden viele kennen von den Guardians of the Galaxy oder eben auch von Suicide Squad. Und alte Leute, also oder ältere Leute, werden den auch noch von Slithers und noch von, was hat er noch alle gemacht? Wie hieß der eine? Mit diesem Super hier. Super hieß er, genau. Ich glaube, Super hieß er. Und der hat jetzt die Leitung über das kommende DCU bekommen. Na, also DC stampft ja sein DCEU ein. Da wird ja mit Aquaman quasi der allerletzte Film dann damit bei sein. Der Flash-Film, der dieses Jahr in der Mitte kommen soll, soll ja angeblich schon so ein paar Sachen umstrukturieren, damit man so diesen Übergang irgendwie erklären kann. Ich vermute halt irgendwie Flashpoint oder irgendwelche Abwandlungen. Und dann haben wir ein neues DC-Filmuniversum und das orientiert sich halt dann mehr an das MCU und heißt dann DCU. Und James Gunn ist dann ähnlich wie das Kevin Feige bei Marvel dann ist für DC und hat schon angekündigt, was es da alle für tolle Projekte gibt. Und jetzt habe ich mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und habe gesehen, okay, cool, Batman Brave and the Bold, so wird der Film heißen, der kommen wird. Nicht mit Robert Pattinson, das wird wieder ein separater Batman. Und da geht es ja überwiegend um Batman und Robin, seinen Sohn Robin, Damian, der ein Assassine auch ist. Und die Story da fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Es gibt zum Beispiel zwei Robin-Comics, die diese Geschichte erzählen. Und es wird auch einen Supergirl-Film geben. James Gunn hat Supergirl Woman of Tomorrow gelesen von Tom King und fand den so megamäßig gut, dass er gesagt hat, den nehmen wir, den verfilmen wir und Tom King darf sogar, glaube ich, das Drehbuch schreiben, wenn ich mich da nicht ganz jetzt vertue. Und ich habe nur gedacht, cool, ich habe mit Supergirl noch gar nichts am Hut gehabt, also was das Comiclesen angeht, steige ich mal ein und besorge mir diesen Comic. Und habe mir jetzt von DC Infinite Frontier Supergirl, die Frau von Morgen, also Woman of Tomorrow, als Paperback besorgt. Das ist eine abgeschlossene Miniserie, 8 Issues, für, was haben wir hier bei Panini, 25 € und erzählt eine Geschichte von Supergirl, von Kara, die ihren 21. Geburtstag feiern möchte und wie möchten wir unsere Geburtstage feiern? Wir wollen halt mal ordentlich einen heben, wir wollen mal so richtig irgendwie einen bechern und dann
ja, ne? Also ihr kennt das. Aber ihr wisst auch, was natürlich mit Clark und auch mit Kara so abgeht. Ne? Aufgrund der Kräfte können die ja saufen bis zum, ja, absoluten geht nicht mehr. Aber Kara weiß, okay, da ist irgendwie so ein roter Mond und wenn ich mit dem irgendwie in Verbindung bin, verliere ich teilweise meine Kräfte. Und so ist sie auf einem Planeten, wo sie unter diesem Einfluss von diesem roten Mond dann irgendwie ist und kann sich dann halt richtig eingeben und trifft dann da auf eine Person, die so ein bisschen auf einem Rachefeldzug ist und begleitet dann diese Person auf diesen Rachefeldzug von Planet zu Planet zu Planet. Und ja, mehr weiß ich da auch gar nicht drüber, weil ich habe den noch nicht gelesen. Und das klingt halt wie, und ich glaube, damit wurde der auch im Internet schon häufig verglichen mit True Grit. Ne? Wer den Film oder die Filme, ne, gibt ja zwei Verfilmungen, kennt. Also ich kenne jetzt nur den aktuellen von, boah, wann war denn der? 2010, glaube ich, ne? Mit Jeff Bridges, wenn ich mich nicht ganz jetzt vertue. Und glaube ich, Hayley Steinfeld, die hat ja da dann dieses Mädchen, diese Einarmige, glaube ich, dann irgendwie gespielt oder so. Auf jeden Fall, das klingt so ein bisschen danach, es klingt geil, es klingt interessant. Und wenn James Gunn der Meinung ist, hey, diesen Tom King Comic wollen wir halt mal verfilmen, dann will ich den auch fortlesen. Ne? Und auch der Zeichenstil drin ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Also das kann sich auch wirklich sehen lassen, was wir hier dann so erblicken. Und ich bin mal gespannt. Also ich möchte den eigentlich jetzt so in kürzester Zeit mal anfangen zu lesen. Und bin da gerade richtig heiß drauf. Also ich glaube, je nachdem, wie mir die Comics dann so gefallen werden und wie das Ganze dann als Film halt dann auch umgesetzt wird, kann das DCU einfach wahrscheinlich näher an den Comics sein. Also ich denke, das wird einfach viel mehr Comic-esker werden als dieses Snyderverse, was wir bisher hatten. Die Schauspieler waren alle tipptopp, kann man nicht so sagen, aber ich fand, so ein richtig vernünftig horrendes Universum hat das Ganze irgendwie auch nicht wirklich abgegeben. Ne? Ich meine, ihr könnt gerne mal was dazu schreiben, wie ihr das seht. Seid ihr eher die Leute, die am DCEU hätten festhalten wollen oder jetzt sagen, na gut, komm, gucken wir mal, was James Gunn damit so treiben wird und lassen uns mal auf vielleicht neue Ideen und auf was Neues ein. Ne? Also ich bin da echt gespannt und freue mich darauf, Supergirl, die Frau von Morgen, mal lesen zu können, weil, wie gesagt, mit Superman habe ich bisher im Comic-Bereich auch nicht viel zu tun gehabt, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Das wird sich nämlich auch nochmal ändern. Und zwar, jetzt gehen wir mal einmal zur Konkurrenz rüber, zu Marvel. Da habe ich mir den Thor-Band Göttin des Donners besorgt. Quasi Band Nummer 1 von 4 Bänden über ja, Mighty Thor, ne? Ich will jetzt nicht sagen, wer es ist. Wahrscheinlich wissen es eh alle, die den Film gesehen haben. Also gelesen habe ich den nämlich auch noch nicht. Aber ich weiß natürlich aufgrund von Thor, Love and Thunder, wer hier unter dieser Maske steckt mit dem Hammer in der Hand und welche Frau das dann eben ist. Und gut, ich freue mich hier drauf. Ich habe ja von Jason Aaron die anderen beiden Thor Deluxe Bände gelesen und fand die wirklich phänomenal gut. Also die waren wirklich richtig, richtig gut. Und wollte jetzt hier einfach mal mit Mighty Thor dann weitermachen. Ne? Also hier geht es dann ja auch, enthält dann nämlich, was haben wir hier, Thor 2014 1 bis 8 und Thor Annual 2015 1. Ne? Hier haben wir einmal die Rückseite und ich bin wirklich gespannt, wie die das erzählen wollen, ob mir das hier in Comicform besser gefallen wird als der Film. Na, hier haben wir auch wieder irgendwie Eis am Start. Ja, hier, das sieht doch auch super aus. Ach, schön. Midgard, zack. Hier wird sich ordentlich aufs Gesicht gegeben. Nein. Also es sieht toll aus. Also ich freue mich darauf, auch hier mal zu gucken, was hat man hier mit einem weiblichen Thor angestellt? Und wenn ich hier so durchblätter, das sieht schon ziemlich gut aus zum Ende. Da habe ich Bock drauf. Ich finde das Cover auch derbe schön. Ne? Also ich spiele ja, was Marvel gerade angeht, relativ häufig auch mal Marvel Snap. Und
ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt da diese Karte, dieses Artbook auch als Karte. Und das ist einfach genial. Ich finde dieses Spiel auch einfach mega, weil man sich diesen schönen Artworks auch bedienen kann. Und das ist toll. Also wirklich sehr, sehr schön. So, dann switchen wir wieder rüber zur Konkurrenz, zur DC. Und zwar zur Omnibus-Fraktion. Da habe ich mir jetzt wie angekündigt, im Februar hatte ich mir den Justice League Band Nummer 1 geholt von Scott Snyder. Na, als Panini sagt ja Deluxe Edition dazu. Ich sage Omnibus, weil das Ding hat halt auch einen Schutzumschlag. Liegt bei 79 Euro. Und ich habe den hier sogar schon gelesen, werde euch den auch bei Zeiten auch nochmal detailliert vorstellen, werde ich aber erst zusammen mit dem zweiten machen. Den zweiten werde ich jetzt die nächsten Tage irgendwann bestellen, weil der zweite ist dafür angedacht, dass ich den im März lese, damit ich dann im April auf Batman Death Metal gehen kann, also den Omnibus dann holen kann, weil man hat, wenn man vorher Batman Metal liest, dann den hier, dann Band Nummer 2 hiervon, dann Batman Death Metal, hat man quasi so eine Art Scott Snyder Run. Ne? Also das ist wirklich dann so zack, ein Abwasch, und so wollte ich das ganz gerne mal lesen. Und ja, hat mir ganz gut gefallen. Also ich bin jetzt nicht so DC Event erprobt, von daher auch gerade nicht mehr der Justice League, war aber in Ordnung, gehe ich aber dann mal detaillierter darauf ein. Wenn der zweite Band da ist, dann ziehe ich auch die Dust Jackets mal ab, zeige euch das Innencover und das richtige Workaround, und dann gucken wir da auch nochmal detailliert rein. Dann sage ich auch nochmal Seitenanzahl und alles, aber das machen wir dann lieber mal in Ruhe, wenn es dann soweit ist. So, und dann habe ich mir auf dem Gebrauchtmarkt noch einen Omnibus geholt. Ach Gott, der ist auch schon einiges schwerer. Und zwar von Brian Michael Bendis, den Superman Omnibus, oder wie Panini es halt sagt, Deluxe Edition. Ja. Und auch hier, mal gucken, wann ich dazu komme, weil der ist um einiges dicker, aber hat halt auch wirklich wieder mega Zeichnung hier am Start. Ne? Ich hoffe, man kann das alles so gut sehen. Also sieht wirklich wieder richtig, richtig toll aus. Und ich freue mich darauf. Hab gedacht, hey, wenn es das schon in Omnibus-Form gibt, warum dann nicht hiermit? Ne? Dann habe ich wenigstens mal was so Komplettes und freue mich da schon drauf. Guck mal wieder, wie mir das dann gefällt. Hier mit Superman. Ich weiß gar nicht, habe ich die Rückseite eben schon gezeigt? Ja, dann haben wir einmal hier. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich schwer und hat einiges hier an Seiten. Ne? Auch da mehr von, wenn ich den dann durch habe. Ja. Das war's diesen Monat mit meiner Auswahl. Wie man sehen kann, gerade die Omnibusse, das ist natürlich auch wirklich dick und kompakt. Ja, ich hoffe, für euch war irgendwie was mit dabei. Verratet mir gerne eure Einkäufe, Highlights oder auch Sachen, die ihr nicht so toll fandet, irgendwie aus dem Monat Februar. Auch gerne Sachen, die ihr in weiter Ferne seht und die ihr ganz gerne, ganz dringend haben wollt. Tippt es rein, unten fleißig in die Kommentare, da würde ich mich mega drüber freuen. Lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, und ja, dann sehen wir uns bei einem der nächsten Review-Videos oder vielleicht auch beim neuen Monatshighlight. Macht's gut, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit beim Comic- und Manga-Lesen. Haut rein, euer Ingo.